Ja, schönen guten Morgen hier vor der Wiener Hofburg. Das war wirklich ein ganz kurioser Tag am gestrigen Donnerstag. Der Bundespräsident, der ist vor die Kameras getreten und hat den berühmten Artikel 146 rezitiert. Berühmt? Naja, seit gestern ist er berühmt, denn der Bundespräsident, der ist nach Artikel 146 des Bundesverfassungsgesetzes dazu verpflichtet, Erkenntnisse des VfGHs zu exekutieren, sprich umzusetzen. Es geht hier um ein Erkenntnis, das den Finanzminister bereits Anfang März, am 3. März betroffen hat. Er soll ja dem IBZU-Ausschuss wichtige E-Mails im Zusammenhang mit Thomas Schmidt, dem ÖBAG-Chef und seinerzeitigen Generalsekretär der ÖVP, hier rausrücken. Bis dato hat die ÖVP das allerdings nicht gemacht. Dann ist der Bundespräsident ausgerückt, hat hier sozusagen Tacheles gesprochen. Das hat es überhaupt noch nie gegeben, dass ein Bundespräsident hier sozusagen ein Erkenntnis, das umzusetzen ist, dann hier vor die Öffentlichkeit tritt, mahnende Worte spricht. Und erst dann ist etwas passiert, denn in den Nachmittagsstunden ist dann bei der Parlamentsdirektion sind einige Autos aufgefahren und 204 Ordner wurden dann geliefert. Zahlreiche E-Mails, die hier für den Ibiza-Ausschuss auch notwendig waren. Und viele Rechtsexperten schütteln eigentlich den Kopf, sagen, wie ist das möglich, dass man ein Urteil oder eine Erkenntnis, besser gesagt, des VfGH so lange verstreichen lässt, eigentlich nicht zur Kenntnis nimmt und dass es dann den Bundespräsidenten braucht. Der hätte dann in seiner Macht auch Organe einsetzen können, die das Ganze exekutieren. Also das Bundesheer steht hier zur Verfügung und andere auch noch. Das ist schon sehr kurios gewesen. Wir dürfen aber durchaus gespannt sein, wie es weitergeht. Das Erkenntnis des VfGH hat einmal mehr aufgezeigt, dass jetzt wirklich einmal Schluss sein muss mit diesen taktischen Spielereien, die hier immer wieder auch herrschen, dass der Rechtsstaat ein Wort gesprochen hat. Und es wird auch ähnlich weitergehen, denn der Verfassungsgerichtshof, der wird ja ein weiteres Erkenntnis, wir werden sehen, wie es ausgeht, erbringen. Und zwar, ob auch der Bundeskanzler hier Akten liefern muss. Bis dato gab es hier 692 Erklärungen der Mitarbeiter und wir sind gespannt, ob es hier eine ähnliche Vorgehensweise geben wird oder nicht. Vielleicht noch ein Wort zu diesem seit gestern berühmten Artikel 146. Das ist wirklich ganz, ganz selten, dass der angewandt wird. Normalerweise muss der VfGH sich dann an den Bundespräsidenten melden, wenn beispielsweise Behörden in einem Gericht säumig sind, was die Prozesskosten betrifft. Da muss der Bundespräsident auch einschalten. Gestern war das auch bei Gernot Blümel der Fall und wir sind gespannt, wie es diesbezüglich weitergeht.